Das heißt, sobald ich den Stahl abgeholt habe, dann... Ball. Dann geht's aber mal richtig los, Freunde. All. Ja, Kevin Stahl. Wie so ein kleines Kind, was ich gehört wird. Stahl! 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 So, und ich hab hier... Hä? Viel zu wenig. Carolina nach Jacksonville. Ach, von hier oben. Wie viel habe ich Seife? 8 Tonnen. Hm. Wie viel habe ich Talg? 0. Hm. 0. Ist ein bisschen wenig. Schon wieder. Hä? Also irgendwie buggt das Spiel. Meinst du? Wieso? Ja. Ich habe jetzt 15 neue Bauernhäuser gebaut. Mhm. Minus 80 Arbeitskraft. Wo sie gerade bei plus 80 war. Die gehen einfach. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das sind bestimmt so Generation Z-Bauern, die alle zu faul zum Arbeiten sind. Ist so. Also bei den Arbeitern weiß ich, da fehlt Seife. Okay. Bereit zum Einsatz. Aber bei den Bauern... Die haben alles. Sogar Seife. Die brauchen keine Seife. Kevin liest nämlich gerade das Buch Der Struggle, Peter. Neu. Why? I mean, why? Ah, weiß nicht, was gerade gepasst hat. Weißt du, ich bin so lieb und nett die ganze Zeit und dann kriege ich ihn voll in die Kuschel rein. Das stimmt, der war echt böse. Oh, eine Quest, was haben wir denn? Sie müssen nur noch zugreifen. Eine Geleitschutzaufgabe. Ja, wieso nicht? Bon chance. Jetzt, wo ich in der neuen Welt ein bisschen Kriegsmaschinerie habe, können wir die auch mal einsetzen. Mehr Druck im Kessel. Das heißt, sobald ich den Stahl abgeholt habe, dann... Ball. Dann geht's aber mal richtig los, Freunde. All. Ja, Kevin Stahl. Wie so ein kleines Kind, was ich gehört wird. Stahl! 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 Ja. Hast du ja recht, Kevin. Stahl! Yes. Das Wasser schäumt, Admiral. Ach, weh. Bist du schon mal... Also hast du rechts neben dem Aluminium oben in deiner Baumaterialübersicht auch noch so einen Slot frei, wo eine Lupe ist? Hä? Warte mal. Neue Welt? Genau, hast du oben hier Holz, Ziegel, Stahl... Stahl! Aluminium. Und dann hast du rechts nochmal so einen Slot, wo der einfach frei ist. Siehst du das? Die Übersicht. Ach so, ja, ja. Genau, und da hast du ganz rechts hast du so eine Lupe. Das ist richtig, ja. Wusstest du, dass du da einen beliebigen Rohstoff einfach anpinnen kannst, um den Blick zu behalten? Oh. Das ist doch neu, oder? Oh, come on. Nee, ich glaube nicht, dass das neu ist. Was? Was? Aber du wusstest es auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Also das macht zwar jetzt alles nicht besser. Das ist ja übelst praktisch. Ach, nee. Also ich bin fein raus, ne? Weil du bist ja hier die ganze Zeit in der neuen Welt unterwegs. In der alten Welt gibt's sowas nicht. Aber nice! Mensch. Mm, toll! Hä? Hab ich jetzt ernsthaft vergessen? Naja. Hä?
Was denn? Wo ist denn jetzt mein Stahl hin? Stahl! Jetzt mal ohne Witz, das war doch gerade auf dem Schiff und ich hab ihn entladen. Na, jetzt nicht mehr. Hier im Hafen schwimmt doch auch nichts. Hä? Wo, was? Ich hab gerade, also auf dem Schiff ist er nicht mehr. Und im Hafen ist er... What? Das Spiel hat mir gerade eiskalt 30 Tonnen Stahl gestealt. Was nochmal? 30 was? Stahl! Also entweder genau. Das oder Zukunftsmatze haut sich gerade mit voller Kanne die Hand an die Stirn und denkt sich, du Depp, hast irgendwas mit dem Stahl gemacht, was total offensichtlich ist und findest gerade nicht. Aber hä? Wo ist mein Stahl? Weiß ich nicht. Ey, das waren 30 Tonnen. Das ist ja unten übelst viel. Das ist ja unten, weißt du, weil die Feuer siehst, bei dem dritten Weltstart. Da ist das richtig viel, die 30 Tonnen. Weißt du, ja oben in der so. Bei den Touris, da ist das gar nicht. Das ist Tropfen weißen Stein. Das ist wie Bananen im Osten. So, hier bei die Feuer siehst, ist 30 Tonnen. Das ist also, hab ich die irgendwie auf ein anderes Schiff transferiert? Ein Stahlschiff! Hat hier irgendjemand versehentlich Stahl? Nee. Nee? Alter, wo Stahl? Alter, wo Stahl? Wird er immer besser, Alter. Alter, wo Stahl? Also hier ist es nicht im Tal. Also... Und auf der Insel ist es aber auch nicht mehr, also es ist safe weg. Ja, ist fort. Ganz hä? Gut. Das ist doch nicht möglich. Nee. Gott, hey. What happened? To the Stahl. What happened to the Stahl? Stahl, Stahl. Tell me what happened to the Stahl. Stahl, Stahl. Tell me what happened to the Stahl. Stahl, 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 Stahl. Stahl! Ich sag ja, das Ding irgendwann steckt's an. Ja gut, aber das war wenigstens eine gescheite Band jetzt, also hab ich mir schon Mühe gegeben. Ja, hast du fein gesungen, du. Ja. Also, jeder fand's klasse. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Nicht? Das spielt ja auch keine Rolle. Die wichtige Frage ist doch, wo ist mein Stahl? Das lässt mich nicht los. Ich muss merk's. Jetzt muss ich... Naja, nicht sofort, aber jetzt muss ich halt doch Chef rum zurück in die alte Welt schicken, um nochmal Stahl zu kaufen. Manu. Ins Kotzen, hä? Das ist halt so unnötig. Ich hasse unnötige Sachen. Die sind meist so unnötig. Mensch. Ich guck halt auch gerade wie so ein Paranoider meinen Hafenbereich ab, ne? Ob irgendwo was im Wasser liegt. Aber nee. Da ist einfach nichts da. Also, jetzt lade ich. Oh Gott, ich weiß, wo mein Stahl hin ist. Ja, herzlichen Glückwunsch, Isabel. Danke. Ich hab, den entladen und hab mir noch als Verkauf drin stehen. Und genau in dem Moment war Isabel da und hat gedacht, oh geil, Stahl! Und hat halt einfach gekauft. Nein! Oh, wie dumm! Ja gut, dann kann sich jetzt Zukunftsmatze wirklich einfach an die Stirn klatschen. Oh, aber schön, dass es gelöst ist. Es ist irgendwie befreiend. Merk's. Hey, bei dir ist ein Stadtfest im kleinen Engel. Ja. Glückwunsch. Danke. Da habt ihr euch wohl mit den falschen Schiffen angelegt, Freundchen. Gibt gerade eine übelst epische Seeschlacht vor, kleinen Engel.
Lies gerade. Die Hacienda öffnet ihre Pforten. Wimpy Fallen Angel enthüllt eine prächtige neue Hacienda, einen Ort für fortschrittliche Landwirtschaft, verantwortungsvolle Regierungsführung und ein gutes Leben. Okay, du findest jetzt mal raus, was man damit machen kann, wie geil die ist, wie viel Platz die braucht und dann erzählst du uns allen davon, damit ich weiß, ob es sich lohnt, dafür meine Insel umzubauen. Ich habe es auch noch nicht richtig hübsch hingestellt, ich habe es erstmal einfach nur den Platz hier genutzt und... Was bedeutet das denn nur? Nice. Habt ihr gut gemacht. Das war aber schon wieder ganz schön. Die schlaue Nixe 7 hat ganz schön einstecken müssen, du. Also weniger als 2 Schiffe für eine Escort-Aufgabe ist... kritisch. Besser sind sogar 3. Bereit für den Einsatz. Oh, das ist mein Schiff hier. 200 Tonnen Kaffee würde ich so gern mitfahren. Okay. Ahaha. Am Studentenleben ist nichts Besonderes. Interesting. Was denn? Na, in dem Fall bedeutet Hacienda, dass du verschiedene Sachen einfach in unscheinbare Größen herstellen kannst. Also ich kann jetzt eine Hacienda-Unterkunft für Journaleros machen, ne? Und in einem normalen Journalero-Gebäude passen ja... wie viel rein? 10? Ja, weiß ich gar nicht genau. Also ja. 10 von 30, aktuell 10, Maximum 30. In einer Hacienda passen bei den Journaleros 55 rein. Nice. Genauso ist es bei den Obreros, da passen normalerweise 55 rein, in einer Hacienda 105. Die Lager sind voll. Das ist ja eine übelste Brutstätte, Mensch. Ja, bei den Artistas ist es genau das Gleiche. Das Lustige ist aber, dass du dafür dann aber auch komplett andere Bedürfnisse brauchst. Also auch okay, mehr das Bedürfnisse. Das ist der Trade-off, okay. Na? Aber hilft dir die Hacienda denn jetzt, Dinge herzustellen, die sonst untypisch für die Region sind? Das wüsste ich noch nicht wie. Also ich kann auch... was kann ich machen? Einen Lagerraum kann ich machen. Ja. Ich kann eine Hacienda-Farm machen. Und mal gucken, was ich damit machen kann. Warte mal. Ich muss sie definitiv nochmal an einer anderen Stelle hinbauen. Okay. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Nutzpflanze auszuwählen, die produziert werden soll. Ah. Hacienda-Kalender. Die Farm der Hacienda können alle Nutzpflanzen anbauen, die im Hacienda-Kalender aufgelistet sind. Wählen Sie eine Nutzpflanze aus und klicken Sie anschließend auf Mit Anbau beginnen, um die Produktion aufzunehmen. So, das heißt, ich kann da irgendeine Nutzpflanze, die ich brauche, kann ich da herstellen. Beispielsweise, weiß ich nicht, Mais. Mit Anbau beginnen. Heißt, an der Stelle baue ich dann Mais an. Das ist eine eigene Maisplantage dann. Aber da braucht die schon relativ viel Platz, ne? Die braucht viel Platz, ja, also 64 Dings musst du halt, ne? Dann zack. Das ist so eine richtige Maisplantage halt, so. Aber halt im Hacienda-Style. Und du kannst... ein Düngerwerk mit hinklatschen.
kannst sozusagen Dünger herstellen. Und du kannst eine Brauerei bauen. Und eine Brauerei. Die Brauerei kann jedes Getränk herstellen, das in der neuen Welt getrunken wird. Vorausgesetzt, das Bedürfnis wurde freigeschaltet. Wählen Sie ein geeignetes Getränk aus und klicken Sie dann mit auf Brauen beginnen, um loszulegen. Ich muss und da kann ich Bier brauen. Das Beste für unsere Sache ist. Ja, nice. Das da ist kann geil. Ich hier bauen. Im Höhe. Brauchst du Mais und Getreide? Was wiederum lustig ist, weil Getreide du ja eigentlich gar nicht herstellst, ne? Also Mais stelle ich her, hier daneben. Getreide? Stelle ich doch gar nicht her. Bin ich doof? Nee, ich stelle ja gar kein Getreide her. In der neuen Welt. Okay. Also wie komme ich jetzt an das Getreide? Das wirst du dir dann wahrscheinlich importieren müssen, oder? Dann kannst du dir aber auch das Bier importieren, das wäre ja Quatsch. Ja. Naja, es kommt drauf an, ne? Es kann ja sein, dass... Okay. Nee, du kannst in der Hacienda-Form anstatt Mais einfach Getreide auswählen. Ach so. Ja, na dann kommst du so natürlich ans Getreide ran. Ne? Mais hast du ja sowieso, das brauchst du in der neuen Welt. Ja. Getreide kannst du mit der Getreideform machen. Und daneben dann die Brauerei. So kannst du tatsächlich Bier auch in der neuen Welt brauen. Ja, nice. Das ist ja mal übelst interessant. Hab aber dadurch jetzt eine Arbeitskraft, die mich komplett gebumst hat. Oder? Nö, auch gar keine Arbeitskraft. Hä? Brauchen die Teile Arbeitskraft? Nö, auch nicht. Achso, ich habe keine Nähmaschinen. Ja, aber klar. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, interesting. Die Menschen lassen sie hoch. Wirklich interesting. Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt, ob sich da lohnt, meine Insel für umzubauen, wenn ich ehrlich bin. Was heißt umzubauen? Das ist, du kannst halt in der Hacienda alles machen, ne? Du kannst da Gebäude hinklatschen. Ja. Produktionsgebäude, richtig. Du kannst Wohnhäuser hinbauen, da kannst du eine richtige so eine Stadt in der Stadt bauen. Quasi. Das ist schon Vatikanstadt. Quasi, ja. Auf Kurs halten! Ich finde hier überall noch Kriegsschiffe von mir. Es ist echt. Ich muss die mal zusammenziehen. Das ist. Das ist wild. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Oh, sag mal, was ist denn heute los? Wieso sind denn alle am Aufstehen? Also Ständen auf. Weißt du, was ist denn das? Ja. Wie nennt man das denn, wenn man Aufstand macht? Aufbegehren? Ja? Am Aufbegehren sei? Ja, am Auf. Ist man am Aufbegehren? Weiß ich nicht, ja. Demonstrieren? Weird an. Demonstrieren? Ja. Also direkt zu Aufstand gibt's kein gescheites Verb, oder? Protestieren.
Aufstehen wäre ja die verbalisierte Form von Aufstand, aber ergibt halt in dem Kontext nicht ganz so viel Sinn. Im Hö. Im Hö? Limonade. Who the fuck will Limonade? Ach, die Touris sind ja freilich. Alles ist nur eine angenehme kurze Fahrt entfernt. Für die Bahn, ja klar. Oh! Und du kannst in der Hacienda eine Richtlinie auswählen. Ja, das kannst du ja beim Palast auch. Und da gibt es teilweise richtig, richtig hilfreiche Richtlinien, die ich ja auch umgesetzt habe. Was gibt's denn in der Hacienda? Also hier beeinflusst alle Wohnhäuser der neuen Welt auf der Insel. Hm? Die Bedürfnisse gehen runter. Also minus 30% Bananen, Tortillas, Jalea und Eiscreme. Das ist ganz okay. Holzfällerhütten, Sägewerke und Baumschulen der neuen Welt haben eine höhere Produktion, niedrige Wartungskosten. Das Depot hat ein bisschen, also das Lager hat ein bisschen mehr Lagerdingsbums. Und hier hast du mehr Verladegeschwindigkeit und. Hacienda-Unterkünfte für Obreras und für Artistas erzeugen Einfluss automatisch. Nice.